Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2 und jetzt folgendes, ich hatte hier nochmal ein bisschen rumgetüpfelt mit diesen Proben, genau, und die habe ich in verschiedene Löcher hereingetan gehabt und dann habe ich noch eine Weile weitergemacht, so dass das Ganze am Ende so klingt. Der Weise wird Bekanntes im Anderen unterscheiden und im Anderen von ihm selbst. Der Weise. Das ist natürlich jetzt noch nicht vollendet, aber auf jeden Fall schon mal viel weiter als vorher, bis ich denn dann irgendwann mal bemerkte, dass hier oben rechts ja auch immer dieses 1 von 11 steht und ich mir denke, wenn ich das jetzt alles so richtig mache, also ich bin jetzt nur nach Gehör gegangen, warum steht dann immer noch nur 1 von 11? Also es muss tatsächlich, selbst wenn es mal nicht richtig klingt, das richtige Pröbchen, die sind unterschiedlich, im richtigen Loch hier stecken oder Hülsen oder Röhrchen, wie auch immer. Und dann ändert sich auch die Zahl. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen, ziehe ich jetzt mal das Tempo an und habe schon mal im Voraus das gemacht, weil das hat ja doch eine ganze Weile gedauert. Und hier ist es jetzt so, also so soll es dann aussehen. Und hier seht ihr jetzt auch 10 von 11, das heißt, von 11 sind eigentlich alle richtig, bis auf der eine, der fehlt noch und den müssen wir jetzt noch zusammen machen. Aber dann klingt das Ganze jetzt so. Der Weise wird Bekanntes unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst im Anderen zu finden ist. Der Weise wird bekannt. Ich finde, dass hier in der dritten Reihe das total schräg klingt. Deswegen probiere ich die Pröbchen jetzt hier nochmal durch, ob hier vielleicht die 10 von 11 sich jetzt ändert. Also das, was ihr jetzt seht, das da, habe ich mir doch gedacht, habe ich jetzt geraten. Ich wusste das jetzt nicht. Das war jetzt wieder so nach Gehör, weil wenn man das sich einmal durchhört, merkt man ja, dass an der Stelle gar nichts zu verstehen ist. Wobei ich finde, in der Linie, wo dann dieses ganz Schnelle kommt, da hätte vielleicht auch ein Pröbchen hingekommen. Das wäre mein nächster Versuch gewesen, hat aber geklappt. Also sind alle 11 von 11 jetzt richtig und ihr könnt euch ja denken, alle Pröbchen durchprobieren durch alle Linien hat lange genug gedauert, dass ein Part jetzt dafür draufgegangen wäre. Und die Zeit habe ich jetzt mal erspart. Ich hatte damals einfach nur ein bisschen angefangen und gemerkt, das zieht sich hin. Also habe ich einfach weitergemacht und mir gesagt, komm, das machst du jetzt einfach so weit, bis nur noch das Letzte übrig ist. Und dann können wir das jetzt auch ein bisschen schneller zusammen genießen. Alle Pröbchen müssen in die richtigen Hülsen gemacht werden, für den Fall, dass es irgendjemand von euch mal selber spielen will. Einfach durchprobieren und gucken, wann die Zahlen sich ändern und ändern sie sich wieder, wenn man eins wegnimmt und so kriegt man das dann raus. Der Weise wird Bekanntes unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst im Anderen zu finden ist. Der Weise wird Bekanntes von Unbekanntem unterscheiden und erkennen, wie viel von ihm selbst in Anderen zu finden ist. Okay. Kann ich das jetzt nehmen? Nein. Ach so. Wir können jetzt alles verstehen. Wir können jetzt aber alles verstehen. Ah, dadurch, dass wir sozusagen den Code geknackt haben, können wir jetzt verstehen, was die hier quasseln. Dieser sieht aus wie eine Mischung aus einem Orang-Utan und einem Klammeraffen. Und er trägt Kleider. Was gab doch hier auch welche, die auch so komisch gesprochen haben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sprich mal wieder. Pencroff hat recht, meine Freunde. Nee, das hatten wir schon. Noch eine andere Art. Ah. O köstliche Mattigkeit des anbrechenden Abends, die Nostalgie hält mich fest, umfangen. Aber nichts in der Welt könnte mich davon abbringen, diesem süßen Kummer perfekter Schönheit zu entsagen. In der Dämmerung überflutet der Nebel langsam die Sümpfe, während die Sonne in einer schmerzvollen Explosion von Purpur und Blau versinkt.
Meine Seele ist angefüllt mit der Farbe der schwebenden Blütenblättern, die ein zarter Zephyr den untergehenden Sonnen zuweht. Nie wieder, Liebster, nie wieder werden wir die kreischenden Insekten knabbern, die die unsicheren Küsten des großen grauen Sumpfes dingens. Oh, köstliche Mattigkeit des anbrechenden Abends, die Nostalgie hält mich fest umfangen. Alles klar. Alles klar. Michel Ardan, vermute ich. Ja, das bin ich. Und mit wem habe ich die Ehre? Nennen Sie mich Nemo. Captain Nemo. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Sie sind mir willkommen, genau wie Cyrus Smith und seine Gefährten vor Ihnen. Aber in diesem Teil der Welt sind es meistens Piraten, die mir einen Besuch abstatten. Und da ich großen Wert auf meine Abgeschiedenheit lege, habe ich einen Schild entworfen, der mich von der Außenwelt abschirmt. Zugegeben, er hat noch ein paar Fehler, aber ich glaube, dass er funktioniert. Der geothermische Motor von X wird die notwendige Energie erzeugen. Ja, ich nenne ihn X. Das Wesen, die Kreatur, die diesen Ort vor langer Zeit erbaut hat. Hatten wir das nicht schon? Nein, ich würde es nicht wagen, das Datum genauer zu schätzen. Egal. Seit Cyrus Smith sind Sie die erste Person, die hierher kommen darf. Aber ich nehme an, es ist schwer, einen weitgereisten Herrn wie Sie zu beeindrucken. Das ist die Erde, der Planet meiner Geburt. Nee, hatten wir noch nicht. Warum berührst du die Spitze meines Essrohrs? Tut mir leid, ich wollte nur wissen, wie das selenitische Essen ist. Ist das Essen gut, das du durch das Rohr erhältst? Ich bitte Eure Majestät um Verzeihung. Ehrlich, ich lasse meine Hirnlappen so gut ich kann aufleuchten, aber der geschlossene Aufbau meines Schädels lässt kein Licht durch. Kannst du das erklären? Ja, wahrscheinlich, aber es gibt eine Tradition, dass die Wissenschaft obskur bleiben muss, um nicht entwürdigt zu werden. Du trägst die künstliche Kinnlade von Selenus dem Ersten. Ich muss in der Gegenwart dieser Reliquie mit meinem Nasenknorpein knacken. Das ist ganz falsch. Erstens lebt niemand mehr auf der Erde in Höhlen. Jeder Gärtner ist ein Mörder. Denken Sie daran. Michel Ardan, vermute ich. Ja, das bin ich. Das ist total verwirrend hier, ganz ehrlich. Das ist total komisch. Noch eine andere Art. Gibt's hier noch was, was übersetzt werden muss jetzt? Alles. Ja, sabbel nicht. Noch eine andere. Oh, noch mehr. Oh, noch. Ich frage mich, was. Noch eine andere. Behaupte meine Macht hier und jenseits des Flusses. Verflucht seien die Gebeine deiner Vorfahren. Verflucht. Ich muss den Strom überqueren. Diese Halskette im Tausch für Knochennadeln, drei Nadeln. Ich behaupte meine Macht hier jenseits des Flusses. Drei Nadeln? Knochennadeln, drei Nadeln. Wir haben Knochenmark. Wo kann ich das denn dann mal opfern, geben? Dann kriege ich ja drei Nadeln anscheinend. Was? Diese Tür führt zu den Energiequellen. Sie wird sich öffnen, sobald alle Besucher ihren Identitätsabdruck hinterlassen haben. Oh, wie seltsam. Auf einmal gehen mir viele alte Erinnerungen durch den Kopf. Gruselig. Der Zerstörungsprozess muss jetzt intensiviert werden. Toll. Nein. Was tun wir hier? Hallo? Da passiert doch jetzt was. Da explodiert doch was oder so. Dieses grüne Gas. Auf dieser Insel passieren schreckliche Dinge. Lost. Ich muss ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Hier lauert überall Gefahr. Aber das größte Risiko ist immer, dass die Insel explodieren könnte.
Wenn es dafür eine Lösung gibt, muss sie unter der Erde zu finden sein. Was soll das heißen, dass sie jetzt hier durch will? Wie kommen wir da durch? Was muss ich dafür tun? Ja, okay. Oh Gott, das ist spannend. Wir müssen jetzt hier mal wegkommen. Anscheinend. Wir können natürlich auch wieder zurück, aber weiß nicht. Wir gehen mal raus und gucken einfach mal. Vielleicht ist da ja... Oh, was ist das? Kohlensäurekonzentration steigt. Wind aus Nordost. Hä? Wasser steigt. Temperatur steigt. Zerstörungsprozess eingeleitet. Toll. Ja, lass mich mal raus. Ich will nur mal gucken, ob durch das Gas jetzt irgendwie vielleicht auch irgendwas draußen ist. Und die Idee ist so... Weiß ich nicht, wir dürfen diesen Zylinder nicht rausnehmen. Haben wir irgendwas, um das zu ersetzen? Können wir uns irgendwas wieder bauen? Was ist das jetzt eigentlich? Organischer, eiförmiger Gegenstand. Seltsam posierender Gegenstand. Fühlt sich warm an. Vielleicht kann man den ja auch noch irgendwo einsetzen oder so. Wo ging es jetzt hier nicht raus? Muss ich nicht hier drücken? Ja. Kann ich hier dieses Ding reintun vielleicht? Nee. Dass man mal einmal wenigstens hier am Strand guckt. Da ist jetzt Zeug. Vielleicht ist jetzt das anders hier oder so. Da kommt das Ganze raus. Also wir stehen hier mitten im Nebel. Ich werde nicht zum Wrack hinunterschwimmen. Ja, zu riskant und so. Hier kann man... Das kann man auch nicht mehr benutzen. Die Überreste einer Anlegestelle. Aha. Oder wir müssen halt doch nochmal wieder rein. Jep. Du bist ja auch noch da. Hm? Was ist eigentlich mit den Affen? Sind die noch hier oder geht's denen noch gut? Wir haben jetzt hier alles vernebelt und... Aber es ist anscheinend... Ja, normal oder so. Dann gehen wir wieder rein. Muss ja irgendwas zu tun geben. Kann ja gar nicht sein. Wir kommen ja hier relativ schnell wieder zurück. Da sind wir auch schon wieder. Kannst du da nichts machen? Wie schön, dich zu sehen, du Strolch. Oh. Ich war... Was ist das? Ach, der redet mit uns. Was war das? Noch ein Hubschrauber? Also wir können jetzt auch Jep verstehen anscheinend. Das ist ja cool. Hier ist eine Raubkatze lang gekommen. Ziemlich große Abdrücke.
Der will ich lieber nicht begegnen. Ich bin Captain Nemo. Ich gehe auf dieser Insel um und finde keinen Frieden. Suche meine Leiche und begrabe sie. Gut geschlafen, Jack? Ich hatte einen Traum. Ja, es war wohl ein Traum. Glaubst du an Geister? Mama? Du kannst mich hören. Dieses grüne Gas. Auf dieser Insel passieren schreckliche Dinge. Wie schön, dich zu sehen, du Strolch. Aber sag schon, dieses Motorengeräusch. Okay, jetzt fängt sie wieder von vorne an. Nanu? Das bin ich? Wow, ich sehe furchtbar aus. Ach, man kann jetzt hier drauf drücken. Aha, das habe ich bisher auch noch nicht gemacht bei den Sachen, dass man hier extra drauf. Ich dachte, dann kommt einfach nur das, was im Hintergrund läuft. Lass mich vorbei. Ich habe nichts Falsches getan. Ich kann das auch leider nicht wegmachen gerade. Mitgefühl für Matrilia, Verwandte bei Arten mit zwei Geschlechtern oder allgemeiner ausgedrückt Mitgefühl für all jene, mit denen das Individuum die meisten Gene teilt. Aha. Ja, okay. Alles klar. Gut. Das ist also unser Erinnerungsgegenstand, wie auch immer. Noch eine andere. Was gibt's noch? Ich frage mich, was... Noch eine andere. Kann man... Hier, das mit der Muschelkette ist auch so ein Ding. Muss den Sturm hören, diese Halskette, ein Hausch für Knochennadeln, drei Nadeln. Ich behaupte mal nach hier und jenseits des Flusses. Ah. Ich muss den Strom überqueren. Moment! Verflucht seien die Gebeine von. Ja, ja. Vielleicht müssen wir rüber zum. Ich muss den Strom überqueren. Auf die andere Seite. Diese Halskette und tausche Knochennadeln. Knochennadeln, drei Nadeln. Und dann kriegen wir irgendwie eine Halskette. Haben wir sowas? Denn das ist ja eigentlich schon ein Wink mit dem Zaunfall. Geh da rüber und such das mal. Wir haben Nagel, aber wir haben keine Knochennadeln in dem Sinne. Das können wir nicht nehmen. Da passiert nichts. Was ist denn, wenn ich das wieder... Ich will das Ei eigentlich aber nicht wieder reintun. Was ist aber, wenn ich das Ei wieder reintue? Was ändert sich dann, damit ich das vielleicht mal verstehe? Ach, das kann ich gar nicht. Das soll ich jetzt mit mir rumschleppen, ja? Noch eine andere... Na gut. Irgendwie müssen wir das Tor aufkriegen. Können den Zylinder aber nicht rausnehmen. Das ist die Sicht von ihm aufs Wasser. Bringt mir aber auch nicht viel. Gibt's auch gerade nichts mehr zu finden, leider. Tja, weiß ich auch nicht. Dann weiß auch nicht. Hab ich irgendwas übersehen? Ja, das ist wahrscheinlich der Prozess, der jetzt schon langsam eingeleitet wird. Irgendwas müssen wir ja machen können. Und sie meinte ja auch unter der Erde, wobei das ja hier dann auch passen würde. Aber naja, können wir hier ich was sollte nehmen? Besser nichts anfassen. Okay, wegen diesen, ich sollte besser nichts anfassen. Wegen diesen Nadeln und so frage ich mich, ob wir irgendwo noch was finden. Ich sollte besser nichts anfassen. Ja, die Affen wollen das immer noch nicht. Dann machen wir das auch nicht. Dann können wir ja nur noch rausgehen. Was sollen wir sonst tun? Naja, wahrscheinlich gehe ich nachher gleich wieder zurück. Weil ich dann merke, ach nee, hier gibt es ja auch nichts zu tun. Dann gehe ich doch wieder rein. Da muss es ja was zu tun geben. Ist ja immer so. Aber ich probiere es mal. Was war hier? Was? Achso, der Steg, ja.
Aber wir sollten jenseits des Flusses gehen, meinte er. Dann machen wir das doch mal. Also dieser Indianer-Typ. So, ich mach das jetzt einfach mal, weil mit dem Strom, was ist mit dem? Armer Kerl. Ja, und wir können denen irgendwie nicht helfen. Das ist schon bitter. So, über den Fluss, Strom und so. Die Schlangen sind immer noch... Armer Kerl. Arme Kerle anscheinend. Ja. Gehen wir doch mal vielleicht hier wieder runter zum Fluss. Vielleicht hat sich ja hier was verändert. Dadurch, dass jetzt dieses Gas irgendwie an ist oder so. Hier waren wir auch schon lange nicht. Was ist mit der Schildkröte eigentlich? Die ist immer noch da. Okay. So. Da sind wir mal wieder nach langer Zeit hier unten am Fluss. Ist jetzt hier irgendwas mit Nadeln, Gebeinen? Wenn das überhaupt die richtige Stelle ist. Ist ja nur so eine Idee. Ich weiß es nicht. Nadeln, Nadeln, Nadeln. Vielleicht bin ich auch viel zu weit, aber dass man mal einmal so die Dingens abgecheckt hat. Nö. Nee. Elektrische Kanonen. Ja, die Tiere, die sind alle ganz merkwürdig drauf. Die spüren wahrscheinlich, dass die Erde, die Insel hier bald irgendwie den Geist aufgibt, oder was? Da explodiert es schon vor sich hin. Tja. Hier vielleicht. Hier müssten wir ja auch nochmal was tun, fällt mir gerade ein. Weil hier waren wir auch noch nicht durch. Vielleicht können wir hier was einsetzen, was wir vorher nicht hatten. Haben wir denn irgendwas, was vorher nicht da war? Wir probieren es einfach mal aus. Mina spielen. Nein, ich werde Jeb nicht allein zurücklassen. Der grüne Nebel dringt überall herein. Da hätte ich keine Ruhe. Oh, heißt das, dass wir das jetzt zu spät machen? Also, dass das gar nicht mehr möglich ist? Also der grüne Nebel wird zumindest mal erwähnt, weil sonst hat sie ja gar nichts gesagt jetzt, seit sie draußen ist. Tja, ich werde einen Cut machen müssen, weil die Zeit ist leider um, aber das wird ja noch hier interessant anscheinend. Und dann werde ich vielleicht auch offline nochmal gucken, ob ich was finde, was ich vielleicht jetzt nicht gefunden habe. Aber er meinte halt, so jenseits des Flusses und so, deswegen hätte ich jetzt gedacht, zumindest ab hier... Irgendwie? Tja, ich weiß es nicht. Irgendwo werden wir sicherlich noch was finden und kriegen dann vielleicht unsere Halskette, vielleicht ja auch hier in der Zauberkiste. Tut man da was rein und... Hier habe ich mein altes Gewehr vergraben. Ja. Ja, was soll ich sagen, ne? Also wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Und dann hoffe ich, dass das Spiel doch langsam mal geschafft dann mal ist, ne? Also, bis dann.